Sämtliche Berufungsgerichte haben das Urteil gegen Jens Söring bestätigt. Und das bedeutet, dass an seiner Behauptung, unschuldig zu sein, gar nichts dran ist. Das höre ich immer mal wieder heutzutage und darum geht es im heutigen Video. Diese Aussage ist nämlich vollkommen Quatsch. Und die Leute, die euch das erzählen, wissen, dass das Quatsch ist. Wieso ist es Quatsch? Einer der Gründe ist, dass die Berufungsgerichte in Virginia sich kein einziges Mal mit Beweisen für meine Unschuld befasst haben. Das können sie gar nicht, juristisch gesehen. Deshalb ist die Aussage, dass sämtliche Berufungsgerichte das Urteil gegen mich bestätigt haben, technisch gesehen vollkommen richtig. Aber diese Berufungsgerichte haben sich nur mit Verfahrensfehlern befasst. Kein einziges Mal mit einem neuen Beweis für meine Unschuld. Gehen wir mal durch, wie viele Beweise für meine Unschuld es gibt, die, noch einmal, kein einziges Berufungsgericht jemals gesehen hat. Das ist eine lange Liste, deshalb habe ich einen Zettel dafür. Verzeiht mir dafür. Also, erster Beweis für meine Unschuld. Der Fußabdruck von Elizabeth Haysom, der genauso gut auf den Sockenabdruck passt wie meiner. Zweiter Beweis für meine Unschuld. Zwei Expertengutachten, das erste und das zweite, die die ganze Sockenabdruck-Sache nochmal neu untersucht haben und zum Schluss gekommen sind, das bedeutet gar nichts. Dritter Beweis für meine Unschuld, DNA-Test. Vierter Beweis für meine Unschuld, das FBI-Täterprofil. Hier seht ihr ein Dokument, was zeigt, dass ein Täterprofil angefertigt wurde. Fünfter Beweis für meine Unschuld, der neue Zeuge Tony Buchanan, der sagt, er habe Elizabeth Haysom mit einem blutigen Messer gesehen und einem Mann, der definitiv nicht ich war. Der sechste Beweis für meine Unschuld. Die Luminol-Testung des Fluchtwagens. Hier seht ihr einen Radiobericht von dem damaligen Chefermittler Ricky Gardner, der gesagt hat, es wurde überhaupt gar kein Blut im Auto gefunden. Der siebte Beweis für meine Unschuld. Ein Expertengutachten zu den Geständnissen von Dr. Andrew Griffiths. Hier seht ihr ihn. Achter Beweis für meine Unschuld, zwei Expertengutachten zu den DNA-Untersuchungen von Moses Shanefield, der Professor an der George Washington University, und von Tom McClintock, der ist Professor an der Liberty University. Der neunte Beweis für meine Unschuld, ein zweiter Schuhabdruck, der am Tatort gefunden wurde. Der zehnte Beweis für meine Unschuld, die Zeugin Sandra Thornton, sie sagt, sie habe gehört, wie zwei andere Männer die Tat gestanden haben. Dazu wird es noch sehr viel mehr geben. Keine Angst, das kommt noch. Das sind also 10 neue Beweise für meine Unschuld, die kein Berufungsgericht sich jemals angeguckt hat. Denn Berufungsgerichte in Virginia befassen sich nur mit Verfahrensfehlern, nicht mit neuen Beweisen für die Unschuld. Warum ist das so? Noch einmal, die Leute, die euch das erzählen, diese Behauptung, dass das Urteil ja vollkommen bestätigt worden sei und meine Schuld sei bestätigt worden, die wissen das, was ich euch jetzt sage. Sie sagen es euch bloß nicht. Also, worum geht es in Virginia? Es geht um dieses Gesetz. Es nennt sich Rule 1-1. Das ist die erste Regel im Gesetzbuch zur Strafprozessordnung in Virginia. Und die sagt, dass man neue Beweise für Unschuld nur einreichen kann, innerhalb von 21 Tagen des Endes des Prozesses. Ja? Wenn man einen neuen Beweis für Unschuld findet, mehr als 21 Tage nach dem Ende des Prozesses, ist das für alle Mal, für jede Zeit, für immer und ewig durch. Man kann es nie wieder einreichen. Hört sich verrückt an, ist aber so. Hier seht ihr eine Abhandlung über diese Rule 1-1. Ja? Das ist die sogenannte 21-Tage-Regel. Und diese Abhandlung erklärt, dass Rechtssicherheit das höchste juristische Gut in Virginia ist. Denen ist es richtig, richtig wichtig, wenn ein Urteil, wenn es einmal gefällt wurde, nie wieder gekippt werden kann. Das wollen die so. Das ist mit Absicht. Das ist kein Versehen. Ja? Und das können wir jetzt doof finden, aber in Virginia wollen die das so. Das steht übrigens auch in anderen Staaten der Vereinigten Staaten in der Kritik. Hier seht ihr jetzt einen Artikel aus der Zeitung Washington Post, wo wieder so ein Fall gebracht wird, ganz ähnlich wie meiner.
wo die Unschuld offensichtlich ist, aber man kann nichts tun, weil die neuen Beweise für die Unschuld mehr als 21 Tage nach dem Ende des Prozesses gefunden wurden. Die 21-Tage-Regel, so heißt sie, diese Rule 11, die 21-Tage-Regel gibt es nur in Virginia. Kein anderer US-Bundesstaat hat das. Und noch einmal, das führt dann dazu, dass man nie wieder neue Beweise für Unschuld vor Gericht einreichen kann. Und deshalb ist auch diese Aussage, meine Schuld sei bewiesen, weil alle Berufungsgerichte meine Berufung abgelehnt haben, vollkommener Quatsch. Das ist ein Grund, warum diese Aussage Quatsch ist. Ein anderer Grund ist, dass es unfassbar viele Justizirrtümer, Fehlurteile in den Vereinigten Staaten gibt. Und das ist dort allgemein bekannt, die Berufungsgerichte funktionieren nicht. Die Berufungsgerichte in den ganzen Vereinigten Staaten finden diese Fehlurteile nicht. Ja? Jetzt müssen wir uns ein paar Untersuchungen angucken. Es wird jetzt ein bisschen technisch, aber folgt mir bitte. Ja? Wie viele Fehlurteile gibt es in den USA? Dazu gibt es Untersuchungen von der Justizirrtumsquote. Ja? Hier seht ihr drei Studien. Die erste, die zweite und die dritte. Die sind anerkannt in Vereinigten Staaten, das stimmt. Die sehen eine Fehlurteilsquote zwischen 4,1% und 11,6%. Das Innocence Project, ja, das ist eine NGO, die sich mit Justizirrtümern befasst, hat herausgefunden, in Virginia kann man von 6% ausgehen, das seht ihr hier. Eine weitere Untersuchung der University of Pennsylvania, die seht ihr hier, hat auch 6% gefunden. Also, für den Zweck dieses Videos einigen wir uns mal auf 6% aller Irrtümer in den Vereinigten Staaten sind Fehlurteile, Justizirrtümer. Ja? Wie viele sind das dann? Es gibt etwa 2 Millionen Häftlinge in den Vereinigten Staaten. Hier seht ihr eine Untersuchung dazu. 2 Millionen mal 6% sind 120.000 unschuldige Menschen, die heute im Gefängnis sitzen in den USA, obwohl sie die Tat nicht begangen haben. Ja? Und das wissen die Leute in den Vereinigten Staaten. Das ist kein Geheimnis. Es gibt mehr als 100.000 unschuldige Menschen im Gefängnis heute in den USA. Wie viele sind das in Virginia? Hier seht ihr eine Untersuchung. Es gibt etwa 61.000 virginianische Häftlinge in Virginia, mal 6%. Man kommt auf 3.660 unschuldige Menschen in den Gefängnissen Virginias, da wo ich inhaftiert war. Wie viele von diesen Menschen, diesen offensichtlich unschuldigen Menschen, werden anerkannt vom System, von den Berufungsgerichten? Dazu gibt es auch Untersuchungen, und zwar von dem Nationalen Register für Justizirrtümer. Das nennt sich National Registry of Exonerations. Für die gesamten Vereinigten Staaten zwischen 1989 und jetzt, wo ich dieses Video mache, 2022, in den letzten 33 Jahren, sind 3.300 Justizirrtümer öffentlich anerkannt worden. 3.300 offiziell unschuldige Menschen von den 120.000, die es gibt. Ja? Es werden also nur ganz wenige Justizirrtümer anerkannt. Nur 3.300 von 120.000. Und in Virginia ist es genauso. Hier in Virginia gibt es tatsächlich 68 Justizirrtümer, die anerkannt wurden. Zwischen 1989 und jetzt 2022. Von den 3.660. 68 anerkannt von 3.660. Und der Grund dafür ist, dass die Berufungsgerichte nicht funktionieren. Und das ist auch kein Geheimnis in den Vereinigten Staaten. Es gibt einen ganz bekannten Comedian, der politische Themen behandelt. Da ist John Oliver. Der hat eine ganz, ganz bekannte Sendung in den USA, die nennt sich Last Week Tonight with John Oliver. Das ist eine der wichtigsten Sendungen im amerikanischen Fernsehen, denn er behandelt wichtige Themen auf eine lustige Art und Weise.
Und der hat ein Video dazu gemacht, zu genau diesem Thema. Hier seht ihr es, es nennt sich Wrongful Conviction. Es ist 21 Minuten lang, ist ganz toll. Er zerlegt das ganze System der Berufungsgerichte in den Vereinigten Staaten. Warum, wenn man einmal irrtümlich verurteilt wurde, nie wieder rauskommt. Aber das ist noch ein weiterer Grund, warum die Aussage, sämtliche Berufungsgerichte haben das Urteil gegen mich bestätigt, also muss ich auch schuldig sein, warum das Quatsch ist. In den USA wissen das alle. Ja? Deshalb ist es so wichtig, dass ihr euch auch ein bisschen damit befasst. Was machen denn die Berufungsgerichte, wenn sie sich mit Verfahrensfehlern befassen? Denn das ist das Einzige, was wir machen können. Verfahrensfehler. Habe ich euch ein paar interessante Sachen rausgesucht. Die Bundesverfassungsgerichte, das nennt sich Habeas Corpus, ja, Verfassungsklagen, haben ganz offiziell entschieden, ganz offiziell, dass Unschuld kein Verfahrensfehler ist. Ja? Und deshalb befassen sie sich überhaupt nicht mit Unschuldsbehauptungen. Der bekannteste Fall ist dieser hier, der nennt sich Herrera versus Collins. Der ist aus 1993 und das wurde gerade eben wieder bestätigt in einem Fall, hier seht ihr einen Artikel darüber, da ging es um Barry Jones. Das sind beides Männer, die in den Todeszellen sind und die behaupten, unschuldig zu sein. Und die Verfassungsgerichte haben gesagt, geht uns gar nichts an. Denn Unschuld ist kein Verfahrensfehler. Wir können uns nur mit Verfahrensfehlern befassen. Wenn kein Verfahrensfehler besteht, geht uns Unschuld nichts an. Das ist wichtig zu verstehen. Wie gehen denn diese Berufungsgerichte mit Verfahrensfehlern um? Das können wir uns auch mal angucken. Hier seht ihr ein Foto von dem Richter in meinem Prozess, Bill Sweeney. Der war mit der Familie der Opfer befreundet, mehr als 40 Jahre lang. Aber das ist gar nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist, vor meinem Prozess hat er ein Zeitungsinterview gegeben. Hier seht ihr das Zitat. Er hat gesagt, in einem Szenario, also so wie er sich das vorstellt, war Elizabeth überrascht, dass ich das Wagnis auf mich nahm und ihre Eltern tötete. Der Richter hatte also schon vor dem Prozess entschieden, dass ich der Täter war. Und natürlich hat mein Anwalt einen Befangenheitsantrag eingereicht, aber der wurde abgelehnt. Und warum wurde das dann nicht gekippt von den Berufungsgerichten? Weil in Virginia Richter über ihre eigene Befangenheit entscheiden. Hier seht ihr die Abhandlung darüber. Richter können selber entscheiden, ob sie befangen sind. Und dann ist das ein fairer Prozess. Glaubt ihr, dass das ein fairer Prozess war mit so einer Sache? Kann man so oder so sehen. Ein zweites Beispiel. Hier seht ihr ein Foto von meinem Anwalt, Richard Neaton. Es ist wirklich erstaunlich für mich. 5 Jahre nach meinem Prozess verlor Richard Neaton seine Zulassung als Anwalt. Darüber gibt es diesen Artikel und einen zweiten Artikel. Und hier zeige ich euch das letzte Blatt des Urteils der Anwaltskammer, als sie ihm seine Lizenz weggenommen haben. Und er verlor seine Zulassung wegen Fehlern bei meinem Prozess. Das ist in den Artikeln drin. Wie immer hänge ich euch das alles unten rein in die Kommentare. Ja? Seltsamerweise gibt es tatsächlich jetzt Menschen in Deutschland, die behaupten, dass Neatons Verlust seiner Anwaltszulassung nichts mit mir zu tun hatte. Ich kann das wirklich nicht verstehen. Wenn man Google bedienen kann, findet man diese Artikel. Neaton hat seine Zulassung verloren wegen Fehlern bei meinem Fall. Und die Berufungsgerichte haben gesagt, das sei vollkommen okay. Das ist also ein zweites Beispiel, genau wie dem Richter. Wie gehen Berufungsgerichte mit Verfahrensfehlern um? Ich finde das nicht richtig. Die Anwaltskammer hat gesagt, Richard Neaton ist ein so schlechter Anwalt, dass er nicht länger als Anwalt arbeiten darf und haben ihm seine Zulassung weggenommen. Und die Berufungsgerichte haben gesagt, mag ja sein, aber einen neuen Prozess bekommt der Herr Söhring deswegen noch lange nicht. Findet ihr das fair? Kann man so oder so sehen. Meine Meinung wisst ihr.
Welche anderen Lösungen gibt es, wenn die Berufungsgerichte einem nicht helfen können? Eine Lösung ist Begnadigung. Das nennt sich auf Englisch Pardon. Das ist das, was ich am Ende meiner Haftzeit eingereicht habe. Mein Antrag auf einen Pardon, auf eine Begnadigung, wurde übrigens abgelehnt. Dazu komme ich gleich. Der letzte Gouverneur von Virginia hat sich damit gebrüstet, dass er 1200 Pardons ausgereicht hat. Ja? Da hätte doch eigentlich einer für mich abfallen können, oder? Leider nicht. Man muss ein bisschen weiterlesen. Hier seht ihr den Artikel und hier seht ihr den Absatz, auf den ich euch hinweisen möchte. Von diesen 1200 Pardons waren nur 8 für Menschen, die eine lange Zeit im Gefängnis verbracht haben, für Taten, die sie nicht begangen haben. Also richtige klassische Pardons. Fast alle dieser 1200 Pardons waren sogenannte Simple Pardons. Das erlaubt entlassenen Häftlingen wieder zu wählen. Das ist nämlich in Amerika nicht automatisch. Wenn man verurteilt wird, in Virginia zumindest, darf man nicht mehr wählen. Und dann kann man mit einem Simple Pardon das Wahlrecht zurückerhalten. Aber ein richtiger Pardon, eine richtige Begnadigung, wegen einem Justizirrtum, wegen einem Fehlurteil, wo jemand lange Zeit im Gefängnis verbracht hat, für eine Tat, die er gar nicht gemacht hat, davon hat der Gouverneur in seiner 4-jährigen Amtszeit nur 8 gegeben. Und vorher haben wir ja gesehen, dass es 3660 Fehlurteile, unschuldige Menschen in den Gefängnissen Virginias gibt. Von den 3660 hat der Gouverneur ganzen 8 geholfen. Und ich war leider nicht dabei. Mich hat er durch die Hintertür entlassen. Entlassung auf Bewährung. Und das ist eine billige Lösung, um unschuldige Menschen aus dem Gefängnis rauszubekommen, ohne ihnen eine Entschädigung zahlen zu müssen. Auch das ist ein ganz bekanntes Phänomen in den Vereinigten Staaten. Hier seht ihr einen Artikel, den habe ich euch unten dran gehängt. Das machen die sehr gerne in den USA. Statt einen Fehler im System zuzugeben, entlassen sie Menschen einfach auf Bewährung. Da müssen sie keinen Fehler zugeben, müssen keine Entschädigung zahlen. Und diese unschuldigen Menschen sind zwar in der Freiheit, aber sie sind immer noch behaftet mit diesem Stigma, ein Verbrecher zu sein. Dieser Artikel ist richtig gut, den solltet ihr euch mal durchlesen. In Virginia ist das sehr, sehr beliebt. Seht ihr ein Foto von einem anderen Fall, der nennt sich Darnell Phillips. Dieser Mann hat Jahrzehnte im Gefängnis verbracht für eine Vergewaltigung, die er definitiv nicht begangen hat. Dieser Mann ist so unschuldig, sogar das vermeintliche Opfer hat den Gouverneur gebeten, ihn unschuldig zu erklären. Aber der Gouverneur hat es nicht getan. Er hat ihn nur auf Bewährung freigelassen. Da seht ihr ihn mit seiner Mutter. Unten hänge ich euch einen Link an zu einem Podcast über den Fall Darnell Phillips. Der ist genauso wie mein Fall. Der Mann ist unschuldig, aber sie haben ihn nicht unschuldig erklärt. Sie haben ihn nur auf Bewährung entlassen, weil das die billigere Lösung war. Und sie mussten ihm keine Entschädigung zahlen. Tja, so ist es auch bei mir. Danke, dass ihr etwas Zeit mit mir verbracht habt.